Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video geht es um den Austausch der Bremslichtbirne. Dazu muss man dieses komplette Heckleuchtenteil ausbauen. Dafür muss man erstmal die beiden Heckklappen öffnen. Dann kommt man hier an diese beiden Plastikmuttern heran. Diese kann man mit einer 10er Sechskantnuss entfernen. Beim Smart ist eben das Problem mit der Bremslichtbirne. Diese Birne hat zwei Leuchtfäden oder zwei Glühfäden. Und wenn man die Birne falsch herum einbaut, hat man nachher Probleme mit seinem Smart und wundert sich, dass die Elektronik spinnt. Deswegen mache ich dieses Video, weil vielen das schon passiert ist. Und deswegen möchte ich euch das heute mal zeigen. So, jetzt kann man diese Leuchteneinheit ein bisschen Richtung Heckklappen drücken. Dann kann man die relativ einfach aufklappen. Da hängt natürlich das Kabel jetzt noch dran. Ich zeige euch gleich nochmal von der anderen Seite. Also diese komplette Einheit ein bisschen Richtung Heckklappe drücken. Dann kann man diese Leuchteneinheit aufklappen. Da kommt einem dann auch eine Dichtung entgegen. Das ist aber normal, ist auch nicht weiter schlimm. Ich zeige euch nachher, wie man die Dichtung auch wieder einbaut. Das ist diese Dichtung zum Beispiel. So, jetzt muss man den Stecker lösen. Dazu nimmt man sich am besten einen Schlitzschraubendreher zur Hilfe und schiebt diesen Schlitzschraubendreher zwischen diesen Clip. Dann kann man den Stecker schon relativ einfach aus seiner Halterung ziehen. Dann hat man auch schon die komplette Leuchteneinheit in den Händen. So sieht das Ganze dann aus. Das ist die Dichtung. Da sieht man nochmal eine Teilenummer, glaube ich. Ist von 99, also schon ein paar Jahre alt, ist aber noch intakt. So, jetzt muss man diese Einheit zerlegen. Dafür macht man diesen und diesen Clip los. Einfach da drauf drücken. Mit Gefühl so ein bisschen gucken. Oberen Clip auch noch lösen. Dann kann man schon mal die zwei großen Teile auseinandernehmen. Die andere Seite ist da halt und hier eingehängt noch. Wie gesagt, das ist alles Kunststoff. Da muss man ein bisschen vorsichtig mit umgehen. Jetzt könnte man die Teile direkt dann noch ein bisschen sauber machen, aber ich habe mir das hier mal gespart. Weil es geht in erster Linie darum, euch zu zeigen, wie man die Bremslichtbirne austauscht. An der Seite haben wir noch einen Kunststoffclip. Den kann man einfach lösen. Auf der anderen Seite genauso. Noch so ein Clip. Den auch lösen. Da kann man vorsichtig das komplette Glas abnehmen. Da wird euch auch wieder eine Dichtung entgegenkommen, wie bei mir hier auch. Das ist aber nicht schlimm. Das zeige ich euch, wie gesagt, nachher, wie man die Dichtung wieder richtig einsetzt. So, hier sieht man jetzt die drei Birnen. Das ist
der Rückfahrscheinwerfer, das ist die Blinkerbirne und das ist das Rücklicht bzw. auch das Bremslicht. Wenn man jetzt nicht weiß, wie man das Birnchen rausbekommt, dann ist es ganz schön schwierig. Deswegen zeige ich euch das hier mal, wie man das jetzt gleich richtig macht, weil so funktioniert es nicht. Also unten Rückfahrscheinwerfer, Mitte Blinker, oben Rücklicht und Bremslichtbirne. Beziehungsweise sagt man ja eigentlich Leuchtmittel, aber der Volksmund sagt eben Birne. Das weiß wohl jeder, was gemeint ist. So, an dieser Stelle kann man jetzt gleich wunderbar sehen, dass an dem Leuchtmittel ein kleiner Stift angebracht ist, beziehungsweise zwei Stifte. Nur an der Seite sieht man jetzt den einen Stift. Man muss also die Birne nach unten drücken und ein kleines Stück gegen den Uhrzeigersinn drehen. Dann kann man das Birnchen relativ einfach aus seiner Fassung nehmen. Hier hat die Technik jetzt so ein bisschen versagt. Der Autofokus hat nicht ganz scharf gestellt. Das ändert sich jetzt gleich, weil ich möchte diesen kleinen Stift gerne zeigen. Diesen. So, jetzt ist scharf gestellt. Da ist ein kleiner Stift und auf der anderen Seite ist auch so ein kleiner Stift, der ist aber in der Mitte angebracht. Und dieser kleine Stift rechts, der in der Mitte angebracht ist, der muss auch nach rechts zeigen. Da ist die Fassung. Also, so muss die Birne in die Fassung gesteckt werden. Man kann das Ganze auch um 180 Grad verdreht einbauen. Dann hat man aber seine technischen Probleme vorprogrammiert. An dieser Stelle nochmal der kleine Hinweis. Dort ist eingeprägt, welches Leuchtmittel man braucht. An jeder der drei Stellen ist es eingeprägt. Wenn man also nicht genau weiß, was muss ich denn eigentlich kaufen, da steht es eingeprägt. Weiß auch nicht jeder. So, da ist nochmal diese Stelle, die ich euch zeigen möchte. Da kann man es sehr gut sehen. Da ist die Halterung für diesen kleinen Metallstift. Bisschen schwierig darzustellen, aber es geht schon, denke ich. Wie gesagt, Birne runterdrücken, bisschen gegen den Uhrzeigersinn drehen, dann löst sich der Stift und man kann die Birne rausnehmen. Beim Einbauen natürlich umgekehrt, reindrücken, im Uhrzeigersinn verdrehen und dann hängt der kleine Stift auch schon fest. So, jetzt kann man, wie gesagt, die Birne um 180 Grad verdrehen. So kann man sie auch einbauen, das ist aber nicht gut, weil zum einen sitzt die Birne dann nicht richtig fest, wie man hier sieht. Und die Kontakte funktionieren nicht richtig. Es kann also Probleme geben. Also nochmal ausbauen und richtig rumdrehen. Reindrücken, im Uhrzeigersinn verdrehen. Und wieder loslassen. Hier sieht man wunderbar, dass da zwei Glühfäden in diesem Leuchtmittel drin sind. Ja, wie gesagt, ich zeige es noch einmal richtig. Reindrücken, gegen den Uhrzeigersinn drehen, Leuchtmittel rausnehmen, andersrum einbauen, im Uhrzeigersinn verdrehen. Dann funktioniert das schon. Kriegt ihr hin. So, jetzt hängt halt die Dichtung ein bisschen daneben. Das ist nicht schlimm.
Da ist also eine passende Nut rundum. Da drückt man diese Dichtung einfach wieder rein. Die braucht man nicht festkleben. Dann hält die schon. Dann kann man schon wieder das komplette Glas auf diese Dichtung drücken. Damit ist diese Beleuchtungseinheit auch wieder dicht. Die Clips festdrücken seitlich. Dann hat man das schon mal geschafft. Jetzt muss noch das Karosserieteil wieder mit zusammengesetzt werden. Dazu muss man jetzt links die beiden Haken, da oben den und da unten den, in die dazugehörigen Laschen einfädeln. Dann kann man die Beleuchtungseinheit runterklappen. Jetzt muss man diese beiden Rasten wieder festmachen, einklinken. Dann hat man schon wieder die komplette Beleuchtungseinheit in einem Stück. Fest ist es auch. Wunderbar. So, jetzt muss man wieder die dicke Dichtung einbringen. Da ist auch eine passende Nut. Da wird die Dichtung einfach nur wieder reingedrückt. Die braucht man auch nicht festkleben. Das hält auch so. Die ist halt dafür da, damit kein Wasser in die Karosserie eindringen kann. So sieht das dann wieder aus. Jetzt muss die komplette Einheit wieder an die Karosserie angebracht werden. Als erstes muss man diesen Kunststoffstift, und da unten ist noch einer, die beiden Plastikstifte muss man in die Karosserie eindrücken. Da sind zwei passende Löcher als Gegenstücke. Da oben und da unten. Da muss man als erstes die beiden Stifte einführen und auch richtig festdrücken. Das ist ganz wichtig, sonst funktioniert das alles nicht. Das sind die beiden Löcher. Da kommen dann die beiden Gewindebolzen wieder durch. Als erstes muss man aber jetzt gleich den Stecker erstmal wieder anbringen, weil sonst funktioniert das alles nicht. Man muss in diese Richtung drücken gleich. Das zeige ich euch jetzt. Als erstes den Stecker wieder anbringen. Gucken, dass der Clip auf der richtigen Seite ist. Festdrücken schön. Alles mit Gefühl. So, jetzt die beiden Plastikstifte in die passenden Löcher drücken. Das ist ganz wichtig, dass das richtig passt. Dann kann man den Rest umklappen. Dann sind diese beiden Gewindestifte auch wieder durch die Löcher gefädelt. Dann kann man auch wieder die beiden Plastikmuttern nehmen. Das sind Spezialmuttern. Also achtet drauf, dass sie euch nicht verloren gehen. Man kann die zwar nachkaufen, aber es wäre schade drum. Mit der 10er Nuss kann man die jetzt wieder festschrauben. Nur schraubt die nicht zu fest an, weil sonst gehen diese Plastikmuttern kaputt. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Wenn fest ist, ist fest. Das reicht. Oben noch mal ein bisschen nachziehen. Dann hat man es auch schon geschafft. Sehr schön. Die Beleuchtungseinheit sitzt fest. Haben wir wieder ein Problem gelöst. Sehr schön. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir meine Videos gefallen, die ich hier auf YouTube zeige, dann abonnier doch bitte jetzt kostenlos meinen YouTube-Kanal. Das zeigt mir, dass ich auch für dich hier weitermachen soll und dass ich meine Arbeit wohl ganz gut mache.
Für Fragen und Anregungen stehe ich natürlich sehr gerne zur Verfügung und ich freue mich über jeden Kommentar, den ihr zu meinem Video hinterlasst. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.